der letzten Episode. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das futtertechnisch hier machen. Aber ich denke... Wieso? Du kriegst doch Wasser. Was hast du für ein Problem? Du musst nur noch 200 weitere Hundefutterdosen essen und dann ist doch alles tippitoppi in Ordnung. Der Wolf rennt so, als würde er gerade was zu futtern sich holen. Okay, dann nix wie hinterher. Das ist so unsere Chance auf noch mehr Futter. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Ah ja, jetzt geht er darüber. Dann nehme ich halt den Hirsch da drüben. Nee, ich nehme den dann. Ja. Kann man nicht entscheiden, so viele Hirsche, was mache ich denn nur? Hey Junge. Es ist ja nicht so kalt, also können wir das ja gerade klassisch spörteln. Schön. Too much stuff to carry. Schnauze, renn. Ich gucke auch gleich mal nach dem Feuerchen. Genau. Guck mal nach dem Feuerchen. Gut, da haben wir noch mehr Holzkohle. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 243. Ja, die Natur spielt halt so hier auch so ihr eigenes Lied. So setzt sich zum Jungen natürlich, klar. Unten schnauft der Bär, in der Pause ist ein Kaninchen krepiert. Ist einem Wolf zerschellt. So ist das hier. Tja, Junge. Wir müssen mal gucken, wie wir da das Seil raufkommen. Wir müssen uns erstmal auspennen, so wird das nämlich nichts. Gut. Guck mal, ob hier in der Höhle was liegt. Ich glaube aber nicht. Das würde mich doch schwer wundern. Haben wir eigentlich das Polaroid vom Gipfel schon gefunden? Ich glaube ja nicht. Jede Menge Holz. Cool. Noch mehr Holzkohle. Okay, hier hinten ist ein bisschen wärmer. Dann machen wir das jetzt kurz und bündig. Wir schlafen uns jetzt einfach mal aus. Gut. Später. Und lass mich doch das erstmal sauber zeichnen. Gut, dann darfst du jetzt schlafen. Gute Nacht, der Herr. Eine Aurora, da sieht man wenigstens was. Das ist ja nicht so schlecht. Hallo, aufheben. Danke. Dann könnte man ja... noch mehr Kohlen bunkern. Die zwei können dann auch mal rein. Da wäre mir einiges leichter, tatsächlich. Ah, wunderbar. Das ist doch der Mond. Da muss man gar nicht viel dazu sagen. So Junge, wir nehmen noch mehr Pilze mit natürlich. Sollten noch gehörig Luft haben. Und wir werden natürlich noch trinken. Ja, ich erinnere mich, wir haben früher halt immer hier da die Monsterstation gemacht. Das hat eigentlich mal relativ gut funktioniert. Ja, Wasser geht gut runter. Eieiei. 1,4 Liter knapp. Das ist nicht sehr viel. Bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen. Kommst du direkt durch? Ich denke ja. Gar kein Problem. Der Hammer. Kann der Junge wieder 5 Stunden schlafen?
Gipfel. Wow. Naja, es ist sehr, sehr windig. Das ist leider... Immer dann, wenn Aurora ist, ist es meistens auch sehr stürmisch. Okay. Dann lass uns zuerst mal die Höhle zurückziehen. Weil kartieren können wir sowieso erst am Tag. Hier sitzt einer. Im Feuerchen. Ah ja, sind schon ein paar Stöckchen. Ja, sehr schön. So, hier hinten ist warm genug. Echt, du kannst bei Aurora zeichnen. Ist ja lustig. Ja, das ist aber nicht so gut. Okay. Dann machen wir uns mal leicht. Eine anderthalbe Stunde. Hier haben wir immer noch Sturm. Was ist das denn? Ach du Schande. Ja. Aber Holz haben wir ja echt genug, alter Schwede. Ah, ist ein bisschen kalt, aber nicht zu extrem. Okay, Hagebutten. Ach so, geht nur einmal, okay. Tja, Junge, so können wir eh noch nicht schlafen. Da können wir uns auch noch hier das Spektakel im Zeitraffer anschauen. Wird kalt. Okay, so langsam sollten wir dann tatsächlich mal ins Bett. Genau. Deswegen legen wir uns ins Bett. Okay, zisch mal die Limo. Und dann, ja, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Naja, das vom Wasser reicht erstmal. Gute Nacht. Okay, lang ging die Aurora eh nicht mehr, also von daher. Sieht jetzt auch schwer wieder nach Nebel aus. Ja, hieß es auch, okay. Gut. Nebel heißt, wir müssen unser Feuer selber starten. Ja, gib halt das hier. Aber wir haben 200 dabei. So. Okay, dann machst du jetzt in dem Topf hier mal volle 2 Liter Wasser. Komm. Und hier kochen wir uns Pilztees. Thank goodness. Made it through another night. Hör mal, du trinkst gerade, du kannst gar nicht reden. Achso, ich sollte vielleicht auch noch was nachlegen. Toll. Ja, hey. Ja, unser Feuerskill, genau. Ne, wir machen uns nur leicht. Das ist eigentlich der einzige Sinn und Zweck des Ganzen. Naja, das Wasser fängt jetzt leider nochmal vorne an. Okay, jetzt ein paar Stöckchen nachlegen. Ne, es ist sonnig. Toll, ich hätte gar nicht verwenden müssen, siehst du? Naja, gut. Okay, dann machst du hier auch noch Wasser. Ah, Temperatur steigt aber. Ich meine, gut, am Holz liegt es jetzt nicht. Es ist wirklich kein Holzmangel hier. Okay. Naja, das braucht noch mehr Pilze. Okay, welcher von den Pilztees ist denn heiß? Wahrscheinlich der, der ein rotes Magen-Icon hat. Gut, dann trinken wir einfach Tees. Das geht ja zur Not auch. Wie viele Pilze haben wir denn noch? Gar nicht so viel, okay. Gut. So, was sagt denn der Wasservorrat? 2 Liter. Eigentlich reicht das schon. Ach, das Feuer, was weiß ich. Das ist jetzt gar nicht so extrem interessant.
Okay, wir müssen mal gucken, dass wir da irgendwie die Landschaft hier ein bisschen sauberer bekommen. Okay, dann versuchen wir das mal hier im Windschatten. Weiß gar nicht, ob wir das von dem Flugzeug so extrem gut hinbekommen. Aber das kriegt man hin. Hier sollte ja jetzt theoretisch gar nichts mehr sein. Haben wir sogar die ganzen Kisten rausgenommen. Der Wind lässt nach, okay. Ne, wir haben nicht alle Kisten auseinandergenommen, aber das ist auch nicht so schlimm. Das müssen wir... Ne, haben wir nicht. Nicht alle Kisten. Wo kommt das ganze Holz her? Weil wir ein paar Kisten auseinandergenommen haben, wahrscheinlich. Ja. Ach, guck mal. Das ist ja der Hammer. Zwei Sprühfarben. Okay. Bin ich mal gespannt. Ajo. Das war das Ganze jetzt, echt. Wie kommen wir da unten wieder raus? War das links oder rechts rum? Gute Frage. Gut. Aber da wir ja alles dabei haben, der hat eine Taschenlampe, echt. Ein Militärmantel, echt. War das dann hier? Ne, hier geht's ja gar nicht raus. Geht's sehr weit runter. Also geht das dann nur hier? Oder? Darf's gerne. Haxenbrecherisch. Hallo? Echt, nur so wenig Prozente verloren. Das geht ja noch. Ah, zuppel die Zupp. Komm, zuppel dich mal hoch. Hallo. Ist hier der unsichtbare Mann oder was? Nö. Der Junge ist einfach zu dämlich zum Gehen. Das ist es. Okay. Ah, so kommst du raus. Alles klar. Du musst einfach 10 Meter in die Tiefe fallen. Dann passt das wieder. Gut. Hätten wir das auch rausgefunden. Ja. Ich will nur mal gucken, was sagt eigentlich unser Schmerztablettenbestand? 2%, echt? Gut, unter den Umständen. Oh. Da sehe ich wenigstens wieder klar. Okay, wir müssen irgendwie an die Felsen und auf die Berge rauf, weil so kriegen wir das nicht gut kartiert. Nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht hatte. Gut, dann brechen wir uns einfach noch mehr Haxen. Dann müssen wir halt den Tag hier bleiben. Dann muss wahrscheinlich die MAI ran. Drücken jetzt noch mehr Pilze, okay. Okay, wir sind ja hier relativ weit unten. Was sagst du hierzu? Okay, ist kalt anscheinend hier oben. Gott, das war schon besser. Das heißt, von dem Felsen aus könnte man vielleicht auch noch was erreichen. Ist nur die Frage, wo? Ja, das macht jetzt nichts. Das macht jetzt nichts, Junge. Okay. Komm, geh mal da hoch. Das
Vielleicht mal von hier runter ins Tal. Ja, es ist kalt inzwischen. Oh, das ist tatsächlich besser geworden. Sehr schön. Aber anscheinend bricht er sich nicht die Haxen, wenn er am Zeichnen ist. Ist ja immerhin gut zu wissen. Und anscheinend heißt natürlich, das ist nicht sicher. Na, da kommen wir leider nicht rauf. Flügel, neue Orte entdeckt, bitte was? Wir sind doch schon längst bei 100%. Wieso entdeckst du immer noch neue Orte, Junge? Versuch trotzdem mal da hochzukommen, weil es ein geiler Himmel. Gucken, wie weit wir raufkommen. Wir werden es natürlich jetzt alles brechen, das ist klar, aber so ist es halt. Dann sehen wir wieder schwummrig. Solange der Junge zeichnen kann, ist mir das ziemlich egal. Schnell zeichnen, Junge. Damit du da auch das klar siehst, was hier oben abgeht. Okay, du kriegst das wohl nicht besser weg. Toll, wir sind gerade ins Flache gekommen, du Penner. Anscheinend nicht. Ja, du kriegst das irgendwie nicht sauberer. Ah, das sind die Erik-Wasserfälle. Irgendwo krauchelt auch ein Bär herum. Dann untersuchen wir halt nochmal. Nee, kriegst das nicht besser hin, okay. Ja, das ist halt, das sind halt die Gipfel. Was willst du da machen? Wenn du da nicht raufkommst, dann kommst du da nicht rauf. Ja, das ist leider schon so. Es könnte sogar... Naja, gut, wobei. Das Feuerchen ist garantiert nicht mehr an. Aber da die Sonne scheint, ist das nicht so schlimm. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine 4 Stunden Schlafung machen und dann krauchen wir am Abend schon mal eine Etage tiefer. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Ich sehe hier auch keine Höhle bei den Erik-Wasserfällen. Hier müssen wir sowieso nochmal gucken, dass wir das nochmal sauberer bekommen. Das sind die 2 Sims-Aufstiege. Mhm. Ich weiß gar nicht, dass da 2 sind. Ja, das ist tatsächlich dann diese Ebene runter, okay. Wahrscheinlich müsste man... Ach, hier sind es auch 2 Aufstiege inzwischen am Gipfel. Ah ja. Anscheinend haben sie da in den Jahren, in denen die Sandbox schon läuft, aber was geändert. Wahrscheinlich mit dieser Kartiersystematik hat sich das verschoben. Jetzt hast du da halt 2-mal drin. Die Dinge. Ja, das Feuer ist aus, okay. Na gut. Haben wir noch Stöcke dabei? Achso, das sieht man so nicht. Wir haben doch ein paar, aber nicht viele. Okay, schnapp dir mal eine Zeder und schon mal 2 Altholz von mir aus. Genau. So. Noch mehr Holzkohle. Kann man immer gebrauchen. Diesmal mit der Looper, bitte. Wie bitte was? Ja, es ist drin. Gut, dann nimm halt das Feuer. Besser? Besser. Willst du noch einen Brandbeschleuniger? Villa. Hauptsache, wir werden leichter, weil die braucht man nicht mehr, wirklich nicht. Looks like it worked. Echt? Dann ist ja gut, ja, dann ist ja gut. Okay, dann kannst du ja schon mal loslegen, gefühlt minus 3 Grad. Meine Fresse, hast du viele Dinge. Okay, Wasser brauchen wir eigentlich nicht, aber warte mal, wir basteln erstmal die Pilze zusammen. Weil ich glaube, wir haben gerade... Also wie mache ich das da hier? Keine mehr Lager. Du könntest aber noch mal zumindest mal einen trinken. Ist das hier zu kalt? Das ist hier zu kalt. Ach. Junge. Klicken. Ja, du hast gerade einen Tee bekommen. Jetzt lass uns erstmal die Pilze basteln.
Und dann sehen wir weiter. Gut, da hätte er mal so gebastelt. Rind damit. Wo sind sie? Ja. Und hier. Zwischen geht die Temperatur rauf, okay. Kannst du gleich noch einen trinken. Aber das reicht natürlich nicht. So, wie viel Wasser haben wir jetzt noch? 1,6 Liter. Ja gut, das reicht. Mach ich jetzt nicht noch mehr? Junge, wir müssen jetzt 4 Stunden schlafen, nur dass das klar ist. Und zwar hier hinten am besten, nämlich hier ist es nämlich schön warm. So. 4 Stunden. Reicht das da? Ja, das reicht easy. Okay, alles klar. Gute Nacht. So, da sind wir mal wieder ordentlich geheilt. Die Prozente nicht, aber das ist nicht so schlimm. So, du darfst, genau. Inzwischen ist es wieder benebelt. Oh, ich fühle mich so benebelt. Schnapp dir mal so einen Tee und schnapp dir dann nochmal einen Birkenrindentee. Nur so zur Stabilisierung, weil wir jetzt nicht mehr so viel Schlaf bekommen. Und dann haben wir ja erstmal auch wieder genügend Kalorien. Achso, Moment. Wir sind zu schwer. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Okay, das könnte daran liegen, dass das dabei ist und von mir aus schmeiß halt die Stöcke raus. Achso, das waren die Krähen um die Leiche. Gut, dann hätten wir zumindest mal den Gipfel kartiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Müssen wir nur noch runter? Ja, wir müssen wahrscheinlich die Emma eh anfangen. Ja, erstmal die. Was ist das? Achso. Sonder. Den lasse ich hier oben. Okay. Ja, das mit dem Verstauchen und dem Schlaf, das hat jetzt gut zusammengepasst. Weil wir sowieso von der Müdigkeit 4 Stunden schlafen konnten, das hat ganz gut gepasst. Sagt also unten ankommt. Boah, jetzt was essen. Ja, hier liegt leider nichts, okay. Wir haben alles mitgenommen. Leider schon. Hier ist auch kein Seil. Ja, da unten ist das Futter. Leider nicht hier oben. Leider nicht hier oben. Inzwischen steigt die Temperatur. Nicht schlecht. Tja, Junge, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir durch die Nacht? Ja, da unten hört man auch den Bären herumkracken. Ach so, ich wollte eigentlich von da vorne mal zeichnen. Fällt mir gerade ein. Weil es könnte sein, dass wir da einiges wegbekommen, was wir von unten nicht geschafft haben. Ich hätte übrigens von dem Abstieg da oben zeichnen können, ich Idiot. Mein Gott. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal rauf. Aber das kann passieren. Vielleicht haben wir bis dahin auch einen gewissen Vorrat an Bärenfleisch. Ja, lustig wäre es ja schon. Irgendwie, ja. Sieht man eben. Nee, ich dachte, da drüben ist er. Gott. Ja, doch, tatsächlich. Das ist halt wieder ein Gipfel. Das ist der Block da drüben. Den kriegst du halt wieder nicht weg. Der Bär hat sich nicht sehr viel weiter bewegt in der Zeit.
Okay, gut. Ne, Temperatur sinkt wieder. Okay, aber das ist nicht so schlimm. Das Wärmedepot ist da, das reicht. Leider kann man ja Bartflechten nicht essen. Könnte man wahrscheinlich schon, aber gibt wahrscheinlich noch weniger Kalorien als Pilz und Hagebutten. Na, ich habe nichts wieder verstauchen hier. Das ist echt sehr brüchige Knochen. Okay, von hier nochmal. Ah, kommst du richtig an die Wand ran. Du musst ja von unten gar nicht mehr so viel zeichnen. Okay. Ah, so langsam. Was ist das Gerät eigentlich da drüben? Von unten, von oben. Das ist Zugkrähen. Das ist ein Zugkrähen. Irgendwas Interessantes hier. Ja, das wird wahrscheinlich nicht noch besser, die Kartierung. Das muss man dann von da drüben und so weiter probieren. Ah doch, da rechts unten ist eine Höhle. Tatsächlich. Direkt neben der... Ist das die Bärenhöhle? Ja, das kann natürlich sein. Man sieht das leider nicht von hier. Ja, das möchte ich dann lieber heute Abend nicht noch rausfinden. Weil sonst ist es unterschlupftechnisch auf der Ebene tatsächlich etwas schwierig. Was fühlt sich an? Hab dich nicht ganz verstanden, Junge. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das wäre eigentlich so der Hauptgrund, warum ich runter würde, aber ja. Einmal darfst du noch und dann war es das mit dem Tag. Okay, hier hast du es bei einem Abstieg belassen, okay. Zustand wiederherstellen, abgelaufen. Okay, ab in die Höhle und ja gut, ein bisschen warten können wir noch draußen, aber nicht so viel. Ja, komm hoch. Hallo, jetzt geht einfach hoch. Also man kann sich wirklich anstellen, das kann doch nicht wahr sein. Der Krebsminister. Gut, dann wartest du hier einfach nochmal so lange, wie du halt kannst. Mit deinem Temperaturdepot. Es gibt jetzt einen Blizzard. Oder nicht? Sieht schwer danach aus. Ja, verdammt, diese Höhle. Achso, übrigens, du hast Hunger. Oh, das ist aber knapp. Oje, oje. Dann musst du jetzt ran. Fertig. Dann ist die mal weg. Wir haben ja noch ein bisschen was dabei. Gut. Dann hat die auch mal ihren Dienst erfüllt. Und genau deswegen habe ich die Dinge dabei. Auf ewig, wo man denkt, wieso schleppt man die ganze Zeit mit rum? Okay, das Junge, das funktioniert hinten und vorne nicht. Ja, weil für solche Momente, wenn du dann halt wirklich einfach mal nichts an Futter hast, du willst halt den Sattbonus halten, weil das macht halt hier im Hochgebirge Sinn. Wenn wir eine Ebene tiefer sind, werden wir sowieso keine Probleme mehr haben mit dem Sattbonus, weil wir dann wieder in Kontakt mit Wölfen kommen. Und mit Bären wahrscheinlich auch. Ach so, ja, das sollte man vielleicht erst noch beheben, bevor man zu Bette geht. Oder kriecht. Mit dem schweren Rucksack. Gute Nacht, Junge. Okay, jetzt sind wir noch genauso finster. Hallo, du kannst den Schlafsack aufheben. Ja, die blitzende Welt, das ist irgendwie schräg. Das ist aber nur in der heutigen Aufnahmesession so. Okay. Es schneit.
Was sagt denn das Gewicht? 37 Kilo. Halbes Kilo MAI fehlt uns jetzt halt. Du willst ja nur die Haxen brechen, damit du nicht wieder absteigen musst. Ich sehe das schon. Was ist das? Ah, geboten. Oh, Gott sei Dank. So, dann gucken wir gleich mal, wie das hier unten tiertechnisch aussieht und was das für eine Höhle ist. Ob das wirklich die Bärenhöhle ist oder ob das eine normale Höhle ist. Ah, dieser Hagebutten. Gott. Okay, da drüben gibt es noch mehr Pilze. Scheißlinge da vorne. Ach, der Junge kriegt schon wieder Hunger. Okay, Stöcke sollte man auch ein paar mitsammeln. Ist das diese Ebene, wo man hier runterklettert, also normal gehen kann, oder ist das eine Ebene tiefer? Gute Frage. Hört man den Bären irgendwo? Komm, ja, wir nehmen den Stock. Eric, Wasserfall. Da muss man genau hinhören. Der Wasserfall macht das natürlich nicht leichter. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gut Futter zusammen, Junge. Dann langen wir mal auf der Seite rein. Ruhig. Ich traue dem Partner nicht. Dieses Knöchelchen. Ja, tatsächlich, es ist die Bärenhöhle, okay. Dann sollte man vielleicht nicht so lange hier bleiben. Ich würde gern trotzdem mal hier zeichnen, um die Höhle einfach drin zu haben. Okay. Okay, da drüben ist noch ein Hirsch. Ist das hier die Bärenhöhle? Ist er dann schon unterwegs oder noch nicht? Ja, schon. Okay, wir müssten da an dem Felsen noch mal kartieren. Das war irgendwie rechts von der Höhle nicht so wirklich gut. Ich habe halt nur ständig das Gefühl, die Bären zu hören. Vor lautem Wasserfall hört man nichts anderes mehr. Okay, komm, schnell zeichnen, Junge. Ja, ich weiß, dass es so kalt ist, mir schon klar. Goddamn
Ja, das ist natürlich viel besser geworden jetzt. Okay. Dann sammeln wir mal die Schösslinge ein und kümmern uns mal um den Hirsch in der Hoffnung, dass der Wind nichts zunimmt. Dann können wir uns gleich um unsere Kälte kümmern und Querstrich Wärme und dann sehen wir mal zu, dass wir die Ebene hier oben fertig bekommen. Und ja, halt absteigen. So, da guckt man noch nach weiteren Rohrkolbenstängeln. Ich meine, wir haben noch einiges auf Tasche, auf jeden Fall. So, ja. Noch mehr Futter. Ja, die Wölfe sind irgendwie verschwunden. Ich weiß aber nicht wieso. Wahrscheinlich wegen des Blizzards. Ah, eine Bülkenrinde. Sehr schön. Das liegt gerade noch mit. Schösslinge müssten ja eigentlich drin sein. Scroll. Ja, genau. Inklusive Rehkadaver. Okay. Oh, ein kaputter Pfeil. Das ist natürlich schon, bin ich schon extrem dankbar. Na gut, aber zumindest mal eine Pfeilspitze bekommen. Das ist cool. Okay, probiere hier nochmal eine Kartierung. Wenn es kalt ist. Ja, das ist schon besser. Sehr schön. Okay. Schleicht dich mal den Elch, den Hirsch ran. Streichhölzer bitte. Zunder. Nee, Zunder. Genau. So, wie viel Kälte ist es denn? Gar nicht so viel. Gar nicht mal so viel. Okay. Wasser brauchen wir ja sowieso, wenn ich das richtig sehe. Idiot, Junge. Ja, schon. Brauchen wir tatsächlich. Okay. Ein Kilo bitte. Mit der Hand. Ja, ich hoffe, das Feuer hält. Ja, natürlich. Ist aber Futter, Junge. Okay, dann machst du hier noch einen halben Liter. Dann reicht es hoffentlich. Gott. Ach ja. Du bist echt Idiot, Junge. Das ganze Inventar sieht wieder aus. Das sieht nach Blizzard aus. Der nächste sozusagen. Deswegen nehme ich jetzt auch die ganzen Fackeln mit, weil ich einfach sage, hier die Stöcke zählen. Wir werden jetzt auch fleißig weiter Stöcke sammeln. Es könnte sein, dass wir uns da irgendwo mal postieren müssen. Ich hatte ja mal im Internet nach Schwefelporling gesucht, aber du findest eigentlich niemanden, der die anbietet, sondern nur so Zuchtsets. Dass du sie selber anbaust, sozusagen. Du brauchst aber einen entsprechenden Raum, der feucht und nicht zu warm ist. Also deutsch unterm Dach nicht. Und
da die Kellerräume bei uns alle nur so mit so Maschengittern umgeben sind, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt versuchen, irgendwelche Pilze zu pflanzen. Sonst kommen hier den lieben Nachbarn noch auf die Gegend, man würde hier sein Zeug verrotten lassen. So, Junge, was ist denn hier hinten? Das sieht doch mal interessant aus, oder? Ach du Schande, da sind wir schon. Mitten im Blizzard. Gut, zum Glück ist das hier kuschelig. Okay, komm, ran. Ne, da war nichts, okay. Dann darfst du gleich noch ein Feuerchen machen. Zum Glück habe ich gerade erst einen Haufen Stöcke aufgenommen. Machen wir uns hier mal ein bisschen hoch und dann nehmen wir jetzt mal die Fackeln auseinander. Ja, was denn nun, Junge? Kannst du dich mal entscheiden? Was ist denn mit dir los? Mach mal A bis Z, dann sieht man... Haben wir eine gute Fackel? Wir haben gar keine gute Fackel dabei. Ist interessant. Anscheinend ist das Feuer auch zu kalt. Okay. Das ist nicht gut. 4 Grad, echt... Ich will da halt nicht so viel reinkloppen. Das ist einfach so das Problem. Außerdem, Leute, ja, die Folgenlänge. Ich gucke in Feuerrichtung, damit der Wind weiter aus der Richtung kommt. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir mit dem Blizzard her werden. Ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube, das ist noch nicht die Ebene, wo man ohne Seil runterkommen. Ich glaube, wir müssen dann nochmal ein Seil runterklettern. Ansonsten ein bisschen kartieren wäre halt noch interessant, weil hier oben, ihr seht ja hier, das war jetzt schon gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das... Hier ist nochmal eine Höhle. Sieht auch nicht nach Abstieg aus, lustigerweise. Frachtbehälter. Das ist der andere Gipfel, weil eigentlich ist das hier der Weg, den du halt hochgehst, bis hierhin, auf die Ebene, zu der Höhle. Wir sind jetzt halt auf dieser Ebene. Die endet hier. Ich hätte halt gerne von hier vorne noch gezeichnet, um das sauber zu bekommen. Aber das wird so nichts. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.